Wer hätte es gedacht? Es ist tatsächlich doch schon so schnell soweit. Ich weiß gar nicht, ob ich das. Ich glaube, im ersten Video habe ich, glaube ich, irgendwie so auf 2020 angekündigt, dass ich mich daran wage, glaube ich. Auf der ersten Fahrt vom Szenario, auf der Neufahrt vom Szenario in Dings habe ich, glaube ich, angekündigt, dass es erst wahrscheinlich, dass es auf alle Fälle 2020 soweit wird. Aber siehe da, es ist tatsächlich sogar Anfang Dezember so. Ich werde jetzt mit PZB fahren. Ich wage es nochmal. Wir fahren einfach Rapid Transit, heißt wir fahren von Magdeburg-Garschwitz aus bis nach Leipzig Messe. Und ich sehe euch dann gleich in Game, so gesehen. Oh Gott, warum gucke ich nach oben? Da ist der Zug. Ja, das ist eigentlich irrelevant, deswegen steige ich einfach ein. Wenn da schon nicht geredet wird, wenn es dafür keinen Ton gibt, dann ist es irrelevant. Genau, so, das heißt SIFA an, PZB-Überbrückung an und ich glaube auch den Störschalter an, zumindest habe ich beim letzten Mal so gemacht. So, und setzen wir uns hin. Entregen Sie sich schon auf der linken Seite, links, nein, das machen wir so. Dass wir die Fahrgäste einsteigen, also wie gesagt, ich habe auch hier mal wieder so eine kleine Teststrecke gemacht. Beziehungsweise das Szenario, was ich im Sonntagsfahrerformat Jan gefahren bin. Da habe ich, glaube ich, bin ich bis irgendwo, ich glaube, 2 Haltestellen oder 3 Haltestellen im Tunnel gewesen. Ich weiß gar nicht mehr, bis wohin ich gefahren bin. Einfach um so ein bisschen zu testen. Ich kann sagen, ich habe zweimal eine Zwangse bekommen, konnte aber auch schnell wieder raus aus der Zwangse. Von daher, ich weiß auch, woran es gelegen hat. Beim ersten Mal hat es daran gelegen, dass ich nicht die richtige Taste gedrückt habe, dass ich so gesehen PZB 40 oder Befehl 40 oder so, wie doch immer das heißt, aktiviert habe anstelle von hier die Dings-Taste, die Bild-Up-Taste. Beziehungsweise eigentlich ist es nicht die Bild-Up-Taste. Ich verstehe nicht, warum das Bild-Up ist. Für mich ist es Bild-Runter. Es gibt Bild-Runter und Bild-Hoch, aber nicht Bild-Up. Bild-Up ist für mich eine schlechte Übersetzung von Picture-Up. Also, keine Ahnung. Eigentlich komplett anders. Naja, auf alle Fälle. Es gab 2 Zwangsen in dem Test. Ich kann euch sagen, für die, die es nicht wissen, ich bin kein Profi, ich bin ein richtiges Greenhorn, also grüner hinter den Ohren geht nicht. Von daher, stellt euch auf einen Zwangsenmarathon ein und lasst euch und seid freudig überrascht, genauso wie ich, wenn es nicht dazu kommt. So, warten wir noch bis 15:30 Uhr. Ich vermute mal, dass ich auch nicht pünktlich sein werde im Endeffekt. Also kommt natürlich darauf an, wie gut ich mich verhalte. Aber wenn ich mich nicht gut verhalte, dann wird es halt dazu kommen, dass wir nicht pünktlich ankommen werden. Oh Gott. Habe ich gar nicht gesehen, dass wir nicht so schnell dürfen. Hoppla. Geht ja schon gut los. So, ich darf mir 60, glaube ich. Ist das richtig? Jawohl, ich sehe es richtig. Siefer darf ich nicht vergessen zu drücken. Mal beschleunigen auf 60. Da
hat erheblich über 1000 Punkte. Hä? Wieso bekomme ich Punkte, wenn ich erheblich rüberfahre? Das verstehe ich jetzt nicht. So. Ich muss mich halt noch an die Bremsen auf alle Fälle gewöhnen. Also die Teil 2 der Bremsen natürlich doch schon deutlich anders als die Class 166 GWG in England. Aber da komme ich denke ich auch nochmal rein. Deswegen werde ich wahrscheinlich längere Zeit bremsen, bis ich halt so den richtigen Bremspunkt gefunden habe. Wobei, das war glaube ich schon ganz gut so. Schon fahren ja wieder nur einen einzigen Dings. So, öffnen. Mal dieser Delay. Das ist vielleicht auch mal schlimm. So ein Delay, wenn man ein Foto macht, du machst ein Foto, so siehst du, okay, das Foto wurde gemacht. Und 3 Minuten später kommt dann der Sound. Oder ja, so ein Delay, dass er gar nicht mehr kommt. Das ist natürlich auch mal lustig. Das habe ich gerne mal bei City Skylines. Oh, warten Sie bis 11. 33, ach, 11, wieso sehe ich da denn 11? 15.33 Uhr und 30, okay. Dann lösen wir das Ganze wieder, dass wir gleich wieder los können. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze läuft. Also, ich denke, dass ich halt bei dem deutschen System halt schon so ein, wie soll ich sagen, so eine Art Hemmschwelle habe oder hatte. Und die ich jetzt hoffentlich mit diesem, also vermutlich mit dem heutigen Versuch, mit dem heutigen Video, überwinde. Überwinden konnte, überwinden werde oder ach, das war unter. Ich habe über, glaube ich, gelesen, ne? Dass ich das überwinde oder überwunden haben werde und demnach auch wieder mehr Zugsimulations-Content sowohl im Train Simulator als auch im Train Sim World geben liefern kann. Sollen wir da sein im Markleberg? Okay, um Dings 36. Ja, es passt ja zeitlich sogar noch. Ich bin gespannt, wie sich das Ganze so entwickelt. Hoppla. Ja, das passt. Ja gut, da war ich ein bisschen zu voreilig, auch ein bisschen Gedanken, glaube ich sogar. Ich weiß schon nicht mehr, was ich gedacht habe. Da war ich leicht abwesend. Vielleicht liegt es aber auch daran, weil ich einfach Hunger habe. Oder mit daran. Dass die Gedanken so abschweifen zum Teil. Ich weiß schon nicht mehr, wo ich gar nicht gerade gedacht habe. Genau, ich habe gerade daran gedacht, dass ich auf alle Fälle bei der anderen Strecke, bei dem Versuch, bei dem kleinen Testrun, den ich meistens immer mache, also entweder ich mache einen kompletten Run oder wie gerade eben halt nur so einen ansatzweisigen Run
mit Sicherheitssystem. Da hatte ich halt auch mal gelbes Signal, ein rotes Signal, wodurch ich halt einmal eine Zwangsse bekommen habe, weil ich halt das. Wobei ich glaube, ich habe einmal eine Zwangsse wegen zwei verschiedenen Sachen bekommen. Einmal, weil ich die falsche Taste gedrückt habe und weil ich dann halt. Beziehungsweise eigentlich war der Hauptgrund die falsche Taste. Von daher, wir haben bis jetzt nur grüne Signale, also aktuell ist schon noch alles im Butter. Ich höre einfach Riegeln, holla die Waldfee, hoppala. Und Abfahrt. Oder auch nicht. Jetzt aber. Nächster Halt, Markkleeberg Nord. 39 sollen wir da sein. Okay, das von der Zeit her finde ich das Szenario Rapid Transit halt schon sehr großzügig, würde ich mal behaupten. Also, irgendwie der Zeit vom. Ich glaube, die Woche am. Kann das sein, dass bei den Szenarios der Zeitplan sowieso oder zum Teil auch angepasst ist? So wie er halt so nach dem Motto im Fahrplanmodus wäre der deutlich strikter und so weiter. Also kommt mir jetzt gerade zumindest so vor. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass ich eigentlich auf 6 gehen, aber gut. Dass ich im Szenario halt deutlich mehr Zeit habe als im. Genau, dass ich im Fahrplanmodus, das wollte ich sagen, nur eine Minute oder eine Zeit hätte gehabt. Was wird jetzt hier wieder die ganze Zeit geschrieben? Okay. Von daher, naja, kann gut sein, also. Gut macht, finde ich, gut macht prinzipiell gesehen auch irgendwie so ein bisschen Sinn, wenn der Fahrplanmodus halt realistisch gehalten ist. Von den Zeiten, ja, dass man jetzt hier halt so ein bisschen, dass man halt in den Szenarien. Szenarien sind kein Fahrplanmodus, so. So gesehen sind die Szenarien das die Trittleiter zum Fahrplanmodus. Kann man, glaube ich, so ganz gut sehen. So, bis 19. Ach, bis 15:39, 30 muss man warten. Okay, gleich gibt es eine Geschwindigkeitsänderung. Wie gesagt, Greenhorn und so, ich glaube, das war bei dem Versuch oder bei dem Testrun der zweite Fehler, dass ich das halt nicht beschädigt habe. Den wollen wir mal. Komma 8 Kilometer bis Leipzig-Konnewitz. Aufgrund der Unsicherheit mit. Oh, was ist Unsicherheit? Aufgrund der frischen Neuerung mit PCB zu fahren. Werde ich auch erstmal auf die gefundene Neuerung des Tempomats verzichten. Oh Gott, falsche Richtung. Das klappt ja doch. Okay, ich soll das nicht jinxen.
Aber vom Bremsen her passt das gerade ziemlich gut. So nach dem einen kleinen Fauxpas da in Markleberg, irgendwo da um den Dreh. Na gut, das war halt auch ungünstiges Bremsverhalten. So. Hier ein bisschen später angekommen. Okay. Punktemäßig. Punktemäßig nicht perfekt der Run bisher, aber. Aber in Ordnung. Okay, Türen verriegeln und zack. So, weiter geht's. Leipzig. Der erste nächste Halt um 45, okay. Genau, Leipzig Messe ist der letzte Stop, ne? Kommen wir doch noch einige Halte. Gut, wir sind auch erst 17 Minuten dabei, von daher. Von daher passt das. Man muss das schon auf deutlich mehr achten. Also die Magnete, die sehe ich auf alle Fälle noch nicht. Ich weiß nicht, ob ich sie jemals sehen werde. Okay, da an der Stelle habe ich die zweite Zwangs im Testrun bekommen. Von da bin ich jetzt gerade relativ froh, dass es so geklappt hat. 45 sind wir da, sind okay, zeitlich. Also ich meine zeitlich haben wir jetzt hier gerade ziemlich gut Zeit rausholen können. Dafür, dass es halt so. Nicht so perfekt unterwegs waren. War wunderbar, das heißt, wir können bei der nächsten Sonntagsfahreraufnahme dann auch definitiv mit Zugsicherheit fahren. Also. Ich sage jetzt einfach mal definitiv. Ich gehe mal davon aus, dass es definitiv sein wird. So, wir werden ja gleich in den Bahnhof fahren. Das heißt, wir machen schon mal vorne auf einen Helllichtstrahl, würde ich sagen. Wollen ja aber sehen. Hoppla. Welcher sind wir denn jetzt? Sind wir der hier? Ja, wir sind der. So, wunderbar. Okay, jetzt müssen wir noch warten, bis 5. So, okay, noch 25 Sekunden warten. Finde ich aber gar nicht mal so schlimm. Also irgendwie. Ich bin relativ zufrieden bisher. Wie gesagt, Vorbehalt bisher, bin ich zufrieden. Und Abfahrt in den Citytunnel rein. Nächster halt Leipzig Bayerischer Bahnhof. In anderthalb Minuten, war in einer Minute, habe ich gesagt.
Okay, passt. Können eigentlich ganz gut hier reinrollen. Wenn es entspannt. Geht doch schon relativ bergab. Die Notbremse wollte ich nicht nehmen, ich wollte eigentlich die Maximalbremse nehmen, aber ist dann halt so passiert. Zeitlich perfekt die Töne aufgemacht. Ich glaube, sie waren auf so gegen 2 nach, aber gingen auf auch gegen 5 nach und gingen halt wirklich einen Punkt auf. Das ist ja schon mal interessant. Ist da gerade despawned? Und was machen die beiden da oben? Der denkt sich auch hier. Ich verschränke meine Arme, du kommst ja nicht durch. Hoppla. Menschenskinders. Die Notbremse hat jetzt gerade ein bisschen reingekickt. Gut, nächster Halt. Eine Minute sollen wir da sein. Ist ja easy. Leipzig, nächster Halt. Leipzig, Wilhelm-Leuschner Platz. Ich darf halt auch nicht vergessen, dass die Bremsen deutlich stärker sind, habe ich das Gefühl, als die Beschleunigung. Aber es kommt mir vielleicht auch nur so vor, dass ich quasi mehr Gas geben kann von dem nächsten Bahnhof hin zum nächsten Bahnhof hin als Bremsen. Dass so gesehen der Beschleunigungsweg deutlich länger ist als der Bremsweg. Oh Gott, falsche Richtung. Die 18 Sekunden jetzt. Steigen aus. Steigen die nächsten denn auch ein? Okay, die steigen auch ein. Perfekt. Ist halt die Frage, ob man halt so lange, mindestens auf alle Fälle so lange warten muss. Boah, das. Ich glaube, jetzt steigt keiner mehr ein, ne? Okay. Jetzt sind wir auch so im unteren Mittel. Alles klar, gut zu wissen. Türen verriegeln. Nächster Halt Leipzig Markt. Okay, danke. Soundmäßig ist der passt natürlich wieder besser. Ich bin ganz so komisch verbuggt. Ist halt schade mit den Soundbugs. So für die Atmosphäre und so weiter. Ich hoffe, jedes Mal hier beim Durchfahren merkt man halt, was für ein schönes Interieur das Ganze halt ist, ne? Vom Bahnhof her hier unten. Gut, man kann hier natürlich auch in unterirdischen Bahnhöfen kann man, was die Gestaltung, was das, nennen wir es mal, Interieur betrifft,
natürlich viel mehr machen, weil es halt nicht so witterungsanfällig ist wie jetzt. Ja, Open-Air-Bahnhöfe. Boah, krass. Stellt euch mal vor. Das Gottes Willen. Dass man zukünftig in Transportweaver 2, okay, nächster Bahnhof Leipzig Tief, Leipziger Bahnhof Tief, dass man die Möglichkeit hat, unterirdische Bahnhöfe, so gesehen, so eine Mischung aus Transportfever und was weiß ich, irgendeins von den Franchise-Game von, ja, beispielsweise jetzt, wie heißt das nochmal gleich? Wow, jetzt weiß ich mal mehr, wie es heißt. Planet Zoo. Oh, der Dings. Wer noch an? Stell dir mal vor, so eine Mischung aus beiden, dass man so gesehen den Bahnhof halt auch noch ausschmücken kann. Also, das so von der Gestaltung her, so komplett individuell, dass man so gesehen eine Art, wenn man es mal Template hat, dass man so gesehen einen normalen Bahnhof hat, den man aber auch komplett frei im Game selber ohne irgendein separates Programm bearbeiten kann. Ich glaube, das wär so ein richtiger Next-Level-Shit. Hui. Das wäre schon heftig. Warten Sie bis. Okay, wir warten nochmal die letzten 8 Sekunden. Okay, ich bin positiv überrascht. Bisher, wie gesagt, bisher. Oh, vorsichtig. Nicht hier so rein. Nicht, dass er jetzt jinxen hier, meine Güte. Wie lange haben wir denn noch? Nächster Halt ist Leipzig Nord. Um 57 und danach haben wir Leipzig Messe. Okay. Zwei Haltestellen noch. Der nächste Halt ist allerdings auch. Oh. Hätte ich es mal nicht gejinxt, ne? Gott, noch mal. Okay, jetzt kommen wir natürlich wieder hier nicht raus. Und das war's mit der Pünktlichkeit. Hier ist auch noch steil bergauf. Auch das noch. Gar nicht realisiert. Okay, von der Punktlichkeit war es halt komplett jetzt.
Ach nee, falsch. Soll Lichtschalter gleich ausmachen. Okay, wunderbar. Kenn ich da. So. Gut, dann halt ein paar weniger Punkte, aber das ist ja auch halb so wild. So, 1 Kilometer noch bis Leipzig Nord. Eieiei. Okay, also weiß ich, okay. Was halt, ich wollte einen Satz anfangen, der eigentlich keinen Sinn macht, weil ich es eigentlich nicht weiß. Dabei weiß ich so wenig. Aha. Ich wollte gerade sagen, ich weiß jetzt, warum Jan, warum Laban immer die Wachsamkeitstaste spammt, aber. Nee. Irgendwie. Zack. Nächste halt Leipzig Messe ist dann der Endpunkt. Das ist in Ordnung. Achso, wenn wir wechseln wollen, okay. Wir wollen aber nicht wechseln. Uhr und 1,5 Minuten. Ah, will eng. Klappt, glaube ich, nicht ganz. Volle Taste. Wie 160. Ja, gut, 160 sowieso maximal oder weniger. Von der Strecke her. Übrigens, ja, also, wie ich es im Dings immer gesagt habe, bei auf der Great Western Express Route in den zwei Videos, das war jetzt richtig. Ich glaube es. Maximal 85, okay.
Das, oh, ah ne, das kommt nach dem Bahnhof. Der Bahnhof ist ja schon hier vorne, ganz vergessen. 16:01, zeitlich passt nicht ganz, aber in Ordnung, zeitlich gesehen. Minimale Verspätung. Das ist, glaube ich, akzeptabel. Würde ich mal einfach behaupten. Also, das lässt sich sehen. Also eigentlich irgendwie nicht, aber halt irgendwie auch schon. Eine Minute kann man noch verkraften. So, das für die Fahrgäste einsteigen. Ich glaube, wir müssen auch aussteigen. Wir müssen auch zumachen, glaube ich, gleich. Bus an dem Ort. Wahrscheinlich hingehen oder irgendwo hingehen wahrscheinlich, oder? Ne, Ausziehgleis. Oh. Okay. Kann ich mich halt überhaupt nicht mehr daran erinnern. 70 Meter ist grün. Okay. Das Szenario halt überhaupt nicht mehr erinnern. Ich hoffe. Okay, perfekt. Ich hatte schon ein bisschen Bammel, muss ich zugeben. Okay, knapp. Knapp 13.000 Punkte. Mal gucken, was das Ganze so, was der Endbildschirm dann gleich sagt. Wie viele Medaillen wir dann haben und so weiter. Und zack. Okay. Ja, ist 13.000 Punkte. Scheine aus dem Zug aus, um die Aufgabe zu erfüllen. Tschüss. Ja, gut. Ah, das wird schon so schlimm. So, okay. 13.700 Punkte bekommen. Haltegenauigkeit. Auch so ein Durchschnitt wäre halt auch nice, hier so noch zu sehen. War zwischen 0,8
Und 21 Metern. Okay. Hä? Okay. Sind wir mittlerweile? Ich glaube, wir sind mittlerweile Level 12. Ich glaube, das ist ganz gut gebracht gerade, glaube ich. Ja, wird es gewesen sein wahrscheinlich. Rapid Transit, sind wir kurz vor Level 7 und Talent 2 sind wir Level 7. Zeit haben wir 38 Minuten 44 anstelle von 45 Minuten. 18,24 Kilometer zurückgelegt und wie gesagt 13.700 Punkte bekommen. Wollen wir einfach mal gucken, was das Ganze so gebracht hat. Ich bin mal gespannt. Szenarien. Ah, okay. Das wird ein abgeschlossenen Dings haben. Gut zu wissen. Ich dachte, war das nicht bei den anderen Strecken? Bei Great Western Express war das nicht irgendwie mit Medaillen sogar? Okay. Dann ist es dort mit Medaillen, bei den anderen nicht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Trotz der einen Zwangse. Wie gesagt, Greenhorn, was das Ganze betrifft, ist natürlich doch schon ein bisschen umfangreicher als jetzt in England, zumindest was jetzt Trains in World betrifft. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, Tipps und Tricks und was auch immer, gerne in die Kommentare und Feedback und so weiter. Ja. Bis dann.